So schnell ist eine Woche schon wieder vorbei. Ich gebe euch jetzt einen kleinen Ausblick auf unsere Freitagsausgabe. Darin findet ihr unter anderem eine Bilanz vom Kriseninterventionsteam. Dabei geht es darum, dass auch Angehörige in Notfällen Beistand brauchen, um kein Trauma zu erleiden. 67 Betroffene betreuten die Malteser in diesem Jahr, im Jahr 2015 waren es 59 Fälle. Und in Dahren sorgte Plan für eine T-Kreuzung an der L848 für Unruhe. Denn die Anwohner fordern weiterhin einen Kreisverkehr und nicht nur eine Abbiegespur von Vechta nach Lohne. Weitere Infos zu diesen Themen und natürlich noch viel mehr gibt es dann am Freitag in der Oldenburgischen Volkszeitung. Mit der installierten OV-App für Smartphone und Tablets und unserer neuen mobilen optimierten Seite gelangt er jetzt vom Nachrichtenteaser direkt zur Langversion des OV-Artikels, sobald dieser zur Verfügung steht. Wie immer an dieser Stelle schielen wir schon mal aufs Wochenende. Der Musikverein Olte lädt zur Ladies Night im Metropoltheater Vechta ein. Am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Dabei gibt es Songs von Marlene Dietrich bis Lady Gaga. Also wohl für jeden was dabei. Und am Sonntag findet in Steinfeld das erste Mal ein Hundeschwimmen statt. Von 10 bis 16 Uhr können sich dort dann die Hunde im Wasser austoben. Voraussetzung ist eine gültige Haftpflichtversicherung für die Vierbeiner, also die besser mitbringen. Und auch am Sonntag gibt es eine Ausstellungseröffnung, und zwar mit unseren Fotos aus unserer Serie Mut zum Kreuz. Um 14 Uhr auf Burg Dinklage. Ich wünsche euch viel Spaß und genießt das Wochenende.